Uli Hoeneß, der Manager der Bundesliga. Keiner hatte mehr Macht als er. Keiner machte mehr Millionen. Uli Hoeneß, der neue Präsident. Über seine Karriere beim FC Bayern. Exklusive Einblicke aus der Schaltzentrale der Macht. Ich finde es insofern eigentlich interessanter, wenn der Uli öfters weg ist, weil das Wiedersehen dann schöner ist und es ist keine Monotonie. Na, jetzt kriege ich schon ein bisschen mehr Druck, wenn ich so viel unterwegs bin. Und vor allen Dingen hat sie mir jetzt gesagt, ich bin mal gespannt, was sich jetzt ändert. Und da glaube ich, in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren wird sie auch mehr Forderungen stellen als in der Vergangenheit, weil bisher war ja immer der Hinweis, ja, ich habe einen Job und ich muss das jetzt alles hier machen. Dieses Argument wird jetzt nicht mehr so zählen und da werde ich sicherlich auch mein Leben umstellen müssen. Das hat meine Frau auch verdient. Wann der genau war, weiß ich nicht mehr. Ich glaube, es muss irgendwie der 1. Mai 1979 irgendwo gewesen sein. Kann auch plus minus ein paar Tage gewesen sein. Ich weiß noch, ich habe ein hellgraues Sakko angezogen, was ich in der Zeit ganz selten gemacht habe. Und habe einen Notizblock unter den Arm genommen und hatte einen Schreibtisch einen Stockwerk tiefer hier, genau am selben Platz. Und das ehemalige Büro Schwan. Ganz aufgeräumt und nach zwei, drei Stunden bin ich nach Hause gegangen, weil keine Arbeit mehr da war. Schon als Spieler hatte Hoeneß alles gewonnen. Nur seine Spielerkarriere dauerte nicht lange. Ja, die Karriere hat ja fast 9 Jahre gedauert. Ich war mit 18 habe ich angefangen, mit 27 war ich zu Ende. Aber es war bei mir leider so, dass ich ja schon mit dem Europapokal-Endspiel in Paris 1975 schon die erste schwere Verletzung hatte. Das war gegen Leeds United im Endspiel und danach war ich eigentlich nie mehr richtig gesund. Also mit dieser Verletzung, die dann eine Meniskusoperation nach sich zog und dann 8 oder 10 oder 12 Wochen später die zweite. Und damalige Mediziner haben mir gesagt, ohne Meniskus in einem Knie kann man eigentlich fast gar nicht mehr Fußball spielen. Damals war ja auch eine Meniskusoperation noch eine ganz schwierige Angelegenheit. Man ist eine Woche in die Klinik gegangen, man hat einen Gips gekriegt, man hatte anschließend keine Muskulatur mehr, nicht wie heute, wo eine Arthroskopie gemacht wird. Man geht ins Krankenhaus, nach 2 Stunden bist du fertig und nach einem Tag spätestens oder zwei kannst du wieder nach Hause gehen. 2, 3, 4 Wochen später spielen die heute teilweise Fußball. Also insofern war mir schon klar, dass ohne Meniskus im rechten Knie das wohl nicht mehr allzu lange gehen kann. Und als ich dann 4 Jahre später den Anruf von Herrn Neudecker bekam, der mich in Nürnberg, im letzten halben Jahr meiner Karriere habe ich in Nürnberg gespielt, anrief, ob ich mir vorstellen könnte, hier Manager zu werden. Was war da? Hat er Manager gesagt, denke ich mal. Ja. Da habe ich eine Nacht mit meinen Ärzten gesprochen und überlegt und am nächsten Morgen zugesagt. Welchen Fehler würden Sie heute nicht mehr machen? Na, das ist schwierig. Ich glaube, man macht in so einer langen Zeit von über 30 Jahren natürlich den einen oder anderen Fehler. Und grundsätzlich würde ich sagen, ich würde versuchen, geduldiger zu sein. Man lässt sich heutzutage grundsätzlich zu sehr beeinflussen von außen, speziell von den Medien. Man glaubt immer, wenn da 4 Wochen lang Druck kommt, dass das schon in die Tiefe auch der Fans reingeht. Und die Praxis hat wieder mal bei der Hauptversammlung am letzten Freitag gezeigt, dass das total falsch ist. Die Fans haben ein ganz feines Gespür für Strömungen, für ob einer gut ist oder schlecht ist, ob einer wirklich es ernst meint mit dem Club oder auch nicht. Und ich glaube, es ist einfach, das ist etwas, was ich heute ändern würde, dass ich viel geduldiger wäre bei bestimmten Entscheidungen und dass ich auch
bei Spielertransfers viel mehr warten würde, wie gewisse Entwicklungen sich ergeben. Manchmal auch bei jungen Spielern, die man holt, muss man oft viel länger Geduld haben, ob sie es schaffen oder nicht. Natürlich ist der Druck in München anders als in Hamburg oder wo auch immer. Aber ich würde heute versuchen, wenn ich überzeugt bin von einem Spieler, ihm mehr Zeit zu geben. Sie nannten ihn. Ich habe eine schlaflose Nacht und die haben wunderbar noch drei Scampi gegessen. Den Lautsprecher. Alter scheiß Stimmung, das seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir. Der Liga. Solange Karl-Heinz Rummenigge und ich in diesem Verein was zu sagen haben, wird er nicht mal Greenkeeper im neuen Stadion. Abteilung Attacke. Wenn er Obama des deutschen Fußballs ist, dann bin ich Mutter Teresa. Wenn Ihre Frage dann mit dem Toni Kroos, Matchwinner, der Miroslav Klose hat die zwei wichtigen Tore gemacht und der andere hat Glück gehabt, dass der Ball im Tor war. Gar keine Angst, also der kann noch 100 Jahre spielen, der wird uns nie überholen. Kein Grundkonzept. Ich meine, manchmal, wenn wir verloren haben oder eine schwache Phase haben, dann habe ich mir schon während des Spiels überlegt, dass ich danach herausgehe und in die Offensive gehe, um die Mannschaft und den Trainer zu schützen. Das ist oft manchmal spontan einfach geplant gewesen, aber auch nicht geplant 4 Wochen lang, sondern geplant vielleicht eine Stunde. Und so war es auch dann oft. Aber sehr oft sind natürlich auch die Dinge spontan, denn du kannst ja nicht immer, alles kann man mir vorwerfen, nur nicht, dass ich gestelzt bin. Ja, und wenn einer mich provoziert, um den Verein zu beschädigen, dann kriegt er Feuer. Uli Hoeneß verteidigt seinen Verein wie ein Löwe und setzt sich immer für Schwache ein. Schockierend ist auch, dass viele Passanten dieses Drama miterlebt haben und nicht aktiv eingegriffen haben. Uns kann das jederzeit auch passieren. Und dann wären wir froh, wenn jemand wie Dominik Brunner helfen würde. Was bedeutet es für Sie, helfen zu können? Ich glaube, dass ich in dem Maße, ich war einer, der sehr, sehr hinterm Geld war und der sehr dahinterher war, seine Familie existenziell abzusichern. Aber als ich gemerkt habe, dass das mehr oder weniger gelungen war, als ich auch wusste, ich kann nicht nur im Fußball meine Familie ernähren, ich habe eine Wurstfabrik, ich habe auch sonst an den Börsen dieser Welt besser gearbeitet wie der eine oder andere. Also das heißt, ich habe eine gewisse wirtschaftliche Unabhängigkeit mir erarbeitet. Und darüber hinaus habe ich 2 Kinder, die beide nicht nur Geld erben, sondern die auch eine gute Erziehung genossen haben und die auch eine gute Ausbildung genossen haben. Als ich gemerkt habe, dass die, egal was passiert, immer eine Zukunft haben werden, dann habe ich angefangen, darüber nachzudenken, der Gesellschaft von dem, was sie dir gegeben hat, etwas zurückzugeben. Und für mich ist das größte Glück, helfen zu können. Für mich ist es nicht wichtig, an Weihnachten etwas zu geschenkt zu bekommen, aber an Weihnachten Geschenke zu verteilen, teilweise an Leute, die ich gar nicht kenne, das ist ein großes Glück. Und ich glaube, diese Fähigkeit oder diese Möglichkeit zu haben, das ist die Triebfeder für viele Dinge, die ich heute mache. Nicht für mich, ob ich jetzt mir einen neuen Anzug kaufe oder nicht. Das ist mir völlig wurscht, ob ich jetzt einen blauen oder einen grauen anhabe. Aber wenn ich mit 1.000, 2.000 oder 5.000 Euro, oder ich mache ja viele Vorträge, wo ich alles spende, wenn ich damit weiß, dass ich Familien helfen kann, dass ich Leuten helfen kann, denen es nicht so gut geht wie mir. Das ist das wahre Glück. Wie sehr bedauern Sie denn, dass Sie zum Beispiel Sebastian Deisler nicht helfen konnten am Ende, dass er nicht weiterspielen konnte? Ich glaube, dass ich ihm sehr geholfen habe. Ich habe ihm, glaube ich, nicht helfen können, weiterzuspielen. Aber vielleicht habe ich ihm geholfen, weiterzuleben. Und das ist möglicherweise viel mehr wert als die Tatsache, dass er weiter Fußball gespielt hat. Ich habe mir viele Gedanken in den letzten Wochen gemacht und dann habe ich mir gedacht, die zig Gespräche, die ich geführt habe, haben vielleicht geholfen, ihn weiterleben zu lassen. Und wenn das dazu geführt hat, dann habe ich viel mehr erreicht, als wenn ich versucht hätte, ihn zu überzeugen, dass er weiter Fußball spielt. Nein, ich habe ihn nicht glücklich machen können, aber ich habe ihm
dadurch, dass wir ihm im Gegensatz zu Robert Enke, der offensichtlich den zusätzlichen Druck hatte, es geheim halten zu müssen, diesen Druck haben wir Sebastian genommen, indem wir sehr offensiv mit dieser Krankheit umgegangen sind. Auch auf Anraten der behandelnden Ärzte, dem Professor Holzbohr, haben wir von Anfang an gesagt, man muss raus damit. Es darf kein Angstgefühl für Sebastian da sein, dass es die Leute nicht wissen, sondern sie müssen wissen, er hat diese Krankheit. Und wir sind sehr offensiv damit umgegangen und wir haben auch daraus kein großes Geheimnis gemacht. Und in dem Moment, wo wir gemerkt haben, er kann nicht mehr, haben wir ihn auch nicht unter Druck gesetzt. Und Sie können sich vorstellen, Sebastian hat diesen Verein vom Wirtschaftlichen her Geld gekostet wie noch nie ein Spieler. Hier war nicht diese Kosten-Nutzen-Rechnung anzusetzen, die wäre Wahnsinn. Aber das muss ich sagen, das rechne ich dem FC Bayern als Höchstes an, dass er nie Leistung eingefordert hat. Denn alles in allem hat diese ganze Geschichte ja zig Millionen gekostet. Und Sebastian konnte uns dafür nichts zurückgeben oder wenig zurückgeben. Und wir haben nie darauf bestanden, sondern wir haben gesagt, er im Rahmen seiner Möglichkeiten tut er alles und damit müssen wir zufrieden sein. Gleich Uli Hoeneß über Enttäuschungen, Triumphe und den perfekten Bayern-Trainer.